Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scribblenauts. Damit hätte jetzt keiner gerechnet, oder? Ich würde mich einmal gerne entschuldigen, dass am Wochenende nichts kam, aber ich war sehr in ein paar Projekten drin und habe irgendwie sehr spät gemerkt, dass er noch was raus musste, aber dann ging das einfach nicht mehr, weil war noch jemand hier. Und ja, irgendwie, wenn man dann so ein bisschen rumbrüllt, ist das dann scheiße, so um 2 Uhr morgens. Aber dafür machen wir jetzt weiter. Und dafür kann ich eventuell sogar die Projekte raushauen, an denen ich gearbeitet habe. Eventuell. Wir können nicht auf dieser vereisten Stelle spielen. Jemand könnte ausrutschen. Dann geht ihr einfach einen Schritt zur Seite. Dann singt ihr einfach das Lagerfeuer-Lied. Ne, ich wollte jetzt wirklich Lagerfeuer-Lied schreiben. Okay, bitteschön. Ist jetzt besser? Ja. Und jetzt fressen die Schneeflocken. Kein Problem. Wenn demnächst einer Hunger hat, dann spawnen wir dem... Was ist das? Ein riesiger Schneesturm. Okay. Ich glaube, das ist noch nicht genug. Moment. Riesiger Schneesturm. So, jetzt ist es genug. Hallo. Achso, ja. Es funktioniert. Funktioniert's? Ja. Die haben jetzt ordentlich was zu fressen. Wenn wir wiederkommen, sehen die aus wie Santa. Guck dir die an. Oh, Schnee. Om nom nom nom. Om nom 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 nom. Natürlich. Das hat so viel Sinn. Wir bewegen uns mal weiter, bevor die Typen noch in unser Gesicht platzen. Ich bin langsam... Was? Ich bin zu langsam, um diesen Berg hinunter zu rollen. Jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir die umgebracht. Oder auch nicht. Sie haben einfach nur mehr zu essen. Alter, wie fett die bald sein müssen. Guck es dir an. Moment, Moment, Moment. Ich habe was vergessen. Meinen behinderten Timer anzustellen. Nein, der Timer ist nicht behindert. Ah, mein iPhone fetzt gleich in die Luft. Was mache ich hier? So. Habe ich es geschafft. Endlich. Und, werden die Typen fetter? Kannst du leider nicht sehen. Aber ich würde so gerne sehen, wie die fetter werden. So, hier ist eine weitere Quest. Was haben wir denn? Ziel, ins Ziel schlittern. Gib jeder Person eine Möglichkeit, den Abhang herunterzufahren. Ich würde gerne einen Bären spawnen oder so und probieren, dass die den auf dem Rücken runterrutschen. Was hat das für einen Sinn? Gar keinen. Nein, die Typen sind weg. Sind bestimmt geplatzt. Jede Person braucht etwas, um den Berg hin... Was? Um den Berg hinunterzukommen. Gib zuerst dem Skifahrer, was er braucht. Kein Problem. Skia? Verdammt. Ski... Wie schreibt man das? Ich schreibe einfach mal Skia. Oh, es funktioniert. Ich habe den zwar nur eingegeben... Alter! So fährt man doch kein Ski! Was war das denn? Ein Marathon-Skiläufer? Der rennt da so... Ich geb Stoff. Als nächstes die Arktisbewohnerin. Gib ihr etwas von zu Hause. Ein Eisbär. Dann haben wir das mit dem Bär. Bitteschön. Es funktioniert. Ihr rennt den Berg alle runter. Ihr fahrt den Berg nicht runter. Muss ich da fahrbar hinschreiben oder so? Jetzt ist der Koch an der Reihe. Verwende einen Notizblock, um ihm etwas aus der Küche zu geben. Ein Schneide... Verdammt. Schneidebrett. Oder ein Kochtopf. Nee, ein Schneidebrett. Hier, bitteschön, Schneidebrett. Dann machen wir eben noch eine Sache dazu. Und zwar ist das Ganze jetzt noch fahrbar. Funktioniert das, mein Freund? Hier. Los jetzt. Komm los. Hallo. Du bist doch dämlich. Wie wär's mit einem Topf? Ein bisschen klein. Wie wär's mit einem Gigant? Ist das richtig? Gigantischer Topf. Sind wir jetzt beim Adjektiv oder spawnen wir gerade was Neues? Ja, tot, natürlich. Ist das Ding tot? Ein toter Topf. Nein, der Topf darf nicht tot sein. Wir waren tatsächlich bei den Adjektiven. Verdammt, gigantischer. Gut. So, mein Freund, jetzt geh da drauf. Los! Setz dich in den Topf rein. Ich kann den Topf nicht mehr bewegen. Hallo, so! So! So geht das. Da. Wie komme ich den Berg wieder hoch? Ah, nein. Da. Was willst du denn, hä? Ich kann auf allem fahren, was man in der Küche findet. Einen Topf findet man nicht in der Küche. Ein Schneidebrett findet man nicht in der Küche. Entschuldigung. Ey. Du bist doch wieder zu verwöhnt, mein Freund. Hier, der Torhopf. Hallo, Kollege. Kollege. Der Topf. Der Topf! Ja, dann eben nicht. Was können wir ihr denn geben? Wie wär's mit einem Stück Hirn? Hier, bitteschön.
Da setzt er den natürlich direkt drauf. Das braucht er nicht. Oder er probiert zu dem Restgehirn, was er noch hat, dazu zu geben. Deswegen steckt er sich hinten rein, weil es da am nächsten ist. Weil sein Gehirn nicht im Kopf ist, ne? Ich weiß schon, dass das Gehirn im Kopf ist. Und ja. Ich würde in eine sehr große Pfanne oder in einen Topf reinpassen. Was steht denn hier? Du machst mich krank. Du machst mich krank. Ein riesiger Topf. Du bist doch bescheuert. Wie viele Töpfe willst du noch haben? Ich kann es doch sogar. Zwar mit ein bisschen Anstrengung, so einen Topf hochzukriegen, aber... So, was mache ich jetzt? Riesige Pfanne. Die Pfanne fliegt. Warum fliegt die Pfanne? Ich kann auch mit der nicht nach oben gehen. Ich kann nur... Das hat überhaupt keinen Sinn. Der Typ ist einfach... Du bist so verwöhnt, mein Freund. Du bist so verwöhnt. Du hast ein Schneidebrett, eine riesige Pfanne. Wie heißt, wenn wir das Ding einfach gigantisch machen? Auch wenn es schon reicht, um da drauf zu fahren. Das verändert nichts. Was nochmal? Ich würde in eine sehr große Pfanne oder in einen Topf reinpassen. Ja, natürlich. Was soll... Was war das? Habt ihr das auch gehört? Ihr habt mir gerade einen in den Nacken geatmet. Und ich stecke meinen Kopf im Schnee, so halbwegs. Alter, das sieht voll bescheuert aus. Ey, dieser Typ ist so verwöhnt. Gibt's hier noch... die kann man auch noch an... Gib mir etwas aus der Küche. Haben wir einen Topf gespawnt und ein Schneidebrett. Ist nicht aus der Küche, ne? Das Zweite. Ich kann auf allem fahren, was in der Küche steht. Tja, ein Topf und ein Schneidebrett ist nicht aus der Küche, ne? Haben wir noch einen Topf gespawnt? Ne, hier. Ich würde in eine sehr große Pfanne oder einen Topf reinspawnen, ja. Du kannst mich! Du machst mich krank! Gigantischer, fahrbarer Topf. Bitteschön. Wow. Ja, genau das denke ich auch über dich. Du bist doch bescheuert. Wie viele Töpfe stehen hier? Die Bäuerin nimmt sich frei, um die Schneehänge zu genießen. Gib ihr etwas vom Bauernhof, um darauf zu reiten. Ein Schwein. Du bist ein Schwein. Ich hätte jetzt fast Schweinefleisch genommen. Los. Alter, das Schwein. Wie das ausrastet. Geh von mir runter. Da ein Schwein auch solche Geräusche macht. Der Zauberer ist bereit. Er will auf etwas Mystischem reiten. Nein, der Dildo funktioniert nicht mehr. Und ich bringe mich hier wieder selber um. Auf etwas... Alter, auf mich anzuatmen. Du warst das eben, hä? Huh? Du warst das eben. Auf... Was wäre denn mystisch genug? Wie heißt denn Gandalf? Geht das? Oder Guandao? Das spawn ich besser nicht, sonst bringen sie sich alle wieder gegenseitig um. Auf etwas Mystischem. Komm, machen wir den zur Tanze. Ein Einhorn. Jetzt schreit er, hey, ein Einhorn. Es hat funktioniert. Boah, da freut er sich. Meine Träume sind endlich wahr geworden. So halbwegs. Sogar Zombies machen Urlaub. Erschaffen mit dem Notizblock Nahrung. Bloch. Der Notizblock. Erschaffen wir mit dem Notizblock Nahrung für den Bloch. Bloch, Bloch, nicht lustig. Da können wir doch das perfekte Beispiel von Fallout nehmen. Verfaulte Fleischreste. Oder Fleischersatz, geht auch. Bitteschön. Hallo Fleischersatz. Ja, setz dich drauf, ist auch gut. Dann kommen wir jetzt zum Gehirn. Hier ein Gehirn. Es hat Angst. Komm, geh da hin, du wirst jetzt gegessen. Gegessen, ich kann es gar nicht anklicken. Ja, ist ja gut. Ja, dann eben nicht. Verfaultes Gehirn. Ja, dann ess es eben nicht. Ich kann die Sachen nicht mehr wegtun. Bist du eigentlich doof? Hunger. Natürlich hast du Hunger. Was essen denn Zombie sonst die ganze Zeit? Brains. Was sagst du? Spaghetti? Natürlich. Oh, Mann! Ich schlag gleich meinen Kopf gegen die Wand. Was ist denn heute los? Was ist denn das, was da den Berg hochgerannt ist? Und was ist das, was da den Berg runtergefallen ist?
Ein Kochtopf voller Spaghetti, ne? Ja, deine Mutter ist das. Ein Gehirn. Muss ich da jetzt wieder S-Bahn hinschreiben oder was? Aha. Du hättest dich nicht selber draufsetzen können. Jetzt reite ich auf meiner Mega-Pfanne erstmal nach unten. Und bis hier unten sind sowieso Jahre vergangen. Schön, dass ich hier so rumbrülle, aber irgendwie... Irgendwie finde ich es auch schon wieder lustig, wenn ich rumbrülle. Wahrscheinlich nur ich, aber... Das ist auch so dämlich. Ich kann auf allem fahren, was aus der Küche kommt. Da stehen zwei fette Töpfe, ein Schneidebrett und eine schwebende Pfanne und... Boah, Alter. Bin ich froh, dass der Rest geklappt hat. Oh, hi, was willst du denn? Ich habe meine Stimme. Nee. Ich habe meine Stimme verloren. Gib mir etwas in meine Kehle. Wie wär's mit dem Strick? Nein, das war unfair. Das war unfair. Gurgelwasser. Gibt's wahrscheinlich sowieso nicht. Gurgelwasser. Gibt's das? Oder ein Gewässer. Natürlich. Alles, was... Hier, fress die einfach alle, dann geht's dir besser. Alter, wer frisst das hier? Der Frosch frisst alles auf. Nein! Tu's nicht. Ist das eine Kaukrabbe? Yay. Hier, das ist für deine Kehle. Das war für deine Kehle. Oder der ist für deine Kehle. Oder auch nicht. Mundwasser. Oder Spülwasser. Trink! Trink es! Achso, das ist das falsche Mundwasser. Hier. Entschuldige bitte. Ja, Entschuldigung, dass du jetzt wegläufst. Wie wär's mit Eis? Speiseeis. Das hilft doch bestimmt. Aber nur wenn du es isst, nicht wenn du es blöde anguckst. Ja, dann eben nicht, dann wirst du jetzt ignoriert. Dann hast du keinen Wunsch mehr frei. Was sollte ich auf meinem Trip zu den Bergen mitnehmen? Wie wär's mit Kletter aus... Geht das? Rüstung? Ganz einfach? Kampfausrüstung. Erstmal das hier und das hier natürlich. Und eine Knarre und eine Sperre. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Du hast das Schild vergessen. Dann nehme ich das Schild. Na, hast du was dagegen? Hier, bitteschön. Hier hast du ein Schild. Nimm das Schild. Nimm das Schild. Nicht ich. Hier, nimm das Schild, bitte. Nein. Dann esse ich das Eis eben. Ja, ich habe vergessen, wir können gar nichts essen. Gehen wir einfach mal hier weiter. Dann flüchten wir wenigstens von dem Idiotenplatz. Und hier waren wir schon. Genau, das war der Ort, wo uns aus irgendeinem Grund eine Quest fehlte, oder? Gucken wir einfach nochmal. Rennen wir einfach einmal durch. Was machst du denn noch hier? Fleischiges gebratenes Bett. Okay, unseres ist ja schon ein bisschen weiter. Dann können sie auch andere an dir erfreuen. Kann man da nicht rein oder so? Hätte ich jetzt gedacht. Aber anscheinend kann man da oben rein? Das da oben sieht mir sehr danach aus, ob man da rein könnte. Jetpack! Hey, es funktioniert sogar. Yeah! Wir können da tatsächlich rein. Was? Die Unterstrichmine. Ach so, da geht's zum nächsten. Hattest du noch irgendwas da oben? Zufällig? Au! Ich hab mich selbst angefackelt. Hier ist echt nichts, was wir noch machen könnten. Egal, gehen wir weiter. Die Unterstrichmine, das sieht sehr interessant aus. Ich mag Minen. Naja, kommt drauf an. Die Stricher-Mine. Hier sind ganz viele Stricher drinne. Entschuldigung. Ja, der Vogel ist radioaktiv. Schützt mich vor tödlichem Gas. Ein Schutzanzug. Mal gucken, ob das funktioniert. Wird sowieso nicht. Eine Latzhose. Natürlich. Natürlich. Hier, Schutzanzug. Vogelschutzanzug. Funktioniert sowieso nicht. Vogelanzug. Bitteschön. Bitteschön. Ah. Komm schon, Gehirn, denk nach. Arbeite. Warum? Achso, hier ist alles so klein. Schütze mich vor tödlichem Gas. Jetzt komm. Unverwundbar. Funktioniert das? Ja, es hat funktioniert. Ein Vogel in der Hand. Ein Vogel in der Hand? Wer ist mit einem Vogel in der Hand? Oder vertue ich mich jetzt? Ach, wen interessiert's?
Was willst du denn? Oh, guck, wie er die Backen spannt. Ich habe einen Hund. Diesem Pilze braucht ein Adjektiv, um die schmackhafter zu machen. Hast schon ein paar gegessen, Kollege, ne? Probier's mal mit Rosig. Ich habe jetzt keine Lust, einfach nur lecker hinzuschreiben. Funktioniert jetzt? Nicht in dem Sinne. Oh, er pirscht sich ran. Das reicht mir noch nicht. Hast du sie überhaupt schon probiert? Lecker. Das war schwierig. Ja, ja, das habe ich geplant. Jetzt fressen die alle seine Pilze weg. Nein, meine Pilze. Okay. Ich muss mit dieser Stimme aufhören. Aber warum denn? Das ist doch meine Stimme. Ist das schlimm, ey. Wie soll ich die Folge nennen? Die Idiotenstimme? Die Idiotenstimme. Oh, was braucht ihr denn? Bestimmt kein Lagerfeuer, oder? Hilf uns, wir stecken fest mit dem Jetpack. Boah, halt den Dingens da einfach gegen. Ja, dann eben nicht. Dann wieder ein Lagerfeuer. Oder wir holen einen... Oh, ach, nein. Haben wir doch. Ich krieg jetzt bestimmt irgendwas damit kaputt. Alter, was machst du noch hier? Weg mit dir. Und warum dupliziert sich unser Bett? Ja, gut. Wenn das Spiel das unbedingt will. Und Angriff! Nee, das hilft nicht. Das ist bestimmt zu kalt. Dann nehme ein Lagerfeuer. Oder eine Heizung. Probieren wir es erstmal damit. Ja, das hat natürlich funktioniert. Während hingegen das hier natürlich nicht funktioniert. Denn da kommt ja auch so wenig Feuer raus. So extrem wenig. Gib mir etwas, um das mächtige Mammut zu jagen. Nein? Kein Laubgebläse? Dann gib das wieder her. Gib mir das Ding wieder her! Ich dachte schon, der will jetzt nicht. Dankeschön. Dankeschön. So. Dann können wir doch hier mal in unserem Rucksack ein wenig Platz schaffen. Und zwar kannst du das hier haben, mein Freund. Du solltest nicht erschießen. Nein! Los, Mammut! Au! Warte, ich grill dir das Steak. Das funktioniert, damit triffst du nichts, ne? Ich zerbrutzel sein Steak. Au. Lass es bleiben! Mach irgendwas! Greif doch an! Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Und jetzt! Yeah! Wir haben doch noch gewonnen. Dieses Teil, das ist so komisch. Ich muss dann immer so rumwackeln, damit das hier so über das ganze Spielfeld geht und... Yeah! Und keine Ahnung. Ja, wir haben wieder Leute umgebracht. Das ist doch der perfekte Moment, um aufzuhören, oder nicht? Kommen wir mal unser Bettchen raus. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Er hat sogar einen Hut. Das Bett macht Affengeräusche. Eingeseift ist es auch noch. Fleischig haben wir... Nee, Fleischig ist nicht mehr dabei. Doch, Fleischig ist dabei. Wie wär's mit... Behaart ist auch schon... Nee, behaart. Ist es nicht schon behaart? Oder bejaht, ist auch gut. Wir brauchen irgendein Adjektiv. Schreib mir mal ein passendes Adjektiv dafür da rein. Und bitte nicht brennend. Irgendwas, was in der Folge passiert ist. Aber nicht, was mit dem hier passiert ist. Weil irgendwie, ja, wenn das Bett brennt, dann wird es, glaube ich, sehr schön, das zu benutzen. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Entschuldigung, dass es heute ein bisschen lauter war. Aber kann ja auch mal ganz lustig sein. Hoffe ich. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.